Hey Leute, weiter geht es mit dem 10. Part von The Last of Us Remastered und na, ich bin mal gespannt, was uns nun alles erwarten wird, nachdem wir hier in dem letzten Part hier einige Plünderer getötet haben und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ach, da hat jemand wohl gerne Bilder von Landschaften gesammelt. Komm ich hier rüber? Ja, Da, perfekt. okay. Na, Joel. Mein Gott, der hat aber auch immer einen rauen Na, Ton. wohin? Wirklich komplett voll alles mit Landschaften. Na klar, er meint es natürlich nicht böse, macht sich auch Sorgen um Ellie, aber trotzdem, er hat natürlich auch seine gewisse Art an sich. Baseballschläger ist noch voll, brauchen wir nicht switchen. Aber wir können schon wieder irgendwas craften. Ah, noch Molly, nicht schlecht. Werkzeug, sehr schön. Ach, ein Comic noch. Savage Starlight. Umdrehen. Buch 6. Aggression. Daniela und Captain Wine wurden in die Arena geworfen, wo die hungrigen Augen der Reisenden ihren Kampf bis auf den Tod beobachten. Wird sie ihre Gefühle für den Captain unterdrücken und um ihr eigenes Überleben kämpfen können? Okay, schauen wir uns mal an. Ach, auch nicht schlecht. Ellie ist ja schön brav sitzen geblieben. Wie ist denn der Stein? Da hat irgendjemand was eingehauen. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Wollte gerade sagen, da habe ich irgendwo Geräusche wieder. Na klar. Na komm. Dann gehen wir doch mal im Badezimmer schauen. Ach, schade, Messer haben wir voll. Meine Güte. Huh, erschrocken von dem blöden Schild hier. Ellie sieht ziemlich bedrüppelt aus. Oh, Jungklo war safe. Mal gucken hier, Mädchenklo. Oh, danke. Ach, noch ein Firefly-Anhänger. Vom Colby Weed. Ach, ein Trainingsbuch, glaube ich, wieder. Nahkampfwaffen verbessert. Perfekt. Nahkampfhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Knoten. Beim Verbinden von zwei starren Gegenständen ist es wichtig, korrekte Knoten und Bindetechniken zu verwenden. Ja, Nahkampftechniken und Selbstverteidigung. Ach, wir kommen sogar hier rüber. Scheint safe zu sein.
Ja, hier sind auf jeden Fall einige Schleifspuren hier auch. Wo bist du denn? Ach, hinter mir. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Ja, und dabei hat sie ja gar nicht mal Unrecht gehalten. Geht sich nur um die Situation, wo sie den, ja, uns mehr oder weniger gerettet hat und den Plünderer getötet hat aus dem letzten Part. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... Schon gut, Joel. Ja, insgeheim ist er ja trotzdem dankbar und er weiß auch ganz genau, dass er es wohl ohne ihr vielleicht sogar nicht geschafft hätte. Na? Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Noch eine kleine Klavierstunde vielleicht? Habe ich damit eine Chance? Okay. Als ich dachte. Hilf mir doch mal. Meine Güte. Bist du sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Jetzt schieb. Schieb. Mach ich ja. Schieb fester. Na also. Gehen wir. Na, sofort. Ich gehe noch mal eben kurz da hinten schauen. Hier links in den Gang war ich nämlich noch nicht. Ja, Jagdgewehr benutze ich im Moment hier zumindest noch nicht so oft. Okay, kein Heldenbuch dabei für Ellie. Dann kann es auch weitergehen. Ja, Weltklasse. Kratzt er sich selbst am Kopf. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten dadurch vielleicht noch mal interagieren mit Ellie, aber geht dann leider nicht. Bleibst du jetzt da unten? Na gut, sie kommt schon von allein drauf. Werkzeugteile waren da gewesen. Ah, ne. Wir quaffen hier oben die verbesserte Nahkampfwaffe. Ah, okay. Jetzt hat sie auch zwei Striche unten. Durch unser Trainingsbuch, was wir gerade gefunden haben. Heißt, wir können jetzt sogar zweimal direkt. Ach, hier die Gegner sofort töten. Darüber. Mist. Komm her, geh in Deckung.
Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Viel besser sind die Plünderer leider auch nicht mehr. Das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Ja, damit hat er sich mehr oder weniger jetzt durch die Blume auch bedankt. Ja, hat Eddie dann auch verstanden. Sehr schön. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sich. Hat zwar Eddie jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt, aber wenigstens hat er ihr jetzt mal eine Waffe. Hat er jetzt so viel Vertrauen in ihr? Wovon redet er überhaupt? Dass er ihr auch eine Waffe gegeben hat, ja, da haben sie schon wieder welche aufgegangen, die Schweine. Die ganze Crew, alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Weiß es der Boss? Ja, er will, dass wir alles sichern. Geht zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Am besten mal alle, oder zumindest einige auf den Haufen zu bekommen. Was zum Teufel war das? Na komm, geh noch mal gucken. Ja, klar, jetzt geht nur einer gucken. Ah, okay, die sind nicht ganz so blöd klar wie die Infizierten. Ah, Mann, ey. Schön, Eddie. Ups, das war der falsche Knopf. Boah. Oh, dein Body kannst du aber behalten. Und tschüss. Ruhig bleiben. Wo ist die Ratte? Noch jemand mit dem Molly? Gibt's doch gar nicht. Ach, da oben! Du Ratte. Boah, Junge, der war aber knapp, ey. Ich hab mich gespielt. Komm her, du! Das hau einen auf die Birne, wo das ist. Boah! Boah, Gott sei Dank noch rausgekommen. Du Ratte, Junge. Was für Hände weg, Junge. Hier bin ich. Gut gemacht.
Wir sehen uns auf der Straße. Dann mal los. Alter Falter, drehen die hier durch. Okay, komm her. Ah, er kommt da hinten. Sehr schön. Boah, schön, Eddie. Schöner Schuss. Langsam gehst du mir aber auf die Nerven mit deiner Verbrennerreihe, Kollege. Junge, Junge. Was das? Ich glaube nicht. Oder? Ich glaube, sonst wäre schon Ellie unten. Wir haben da noch eine schöne Eisenstange, die können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Erstmal einen austauschen. Weiß nicht, ob es noch ein Polizist gewesen ist, die sie hier so gerne auch töten. Kommt ihr Ratten, wo habt ihr euch noch versteckt? Stimmt nur da oben oder nicht? Was haben wir denn hier Schönes? Oh, 25 Werkzeugteile, sehr schön. Ah, hier gibt es noch eine gebratene Ratte. Ey, lecker, lecker. Ja, ich glaube, in so einer Situation hier wird mit Sicherheit auch eine Ratte ganz köstlich sein. Mit ein paar Gewürzen dran schmeckt die bestimmt nicht ganz anders, als was wir jetzt so kennen. Ein Schild, ich wollte gerade sagen, tanken da oben. Hier haben da auch mal jemand weggezerrt. Mann, 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 wie viel gibt's denn hier noch? Oh, ja, ja. Haben die nie für Spielchen gemacht, hier Verhörspiele? Fireflies Notiz. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen, das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht wie sie auf andere Städte ausweiten. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. Ja, da hat auf jeden Fall dann jemand mit denen gebrochen, wie man hier dann ganz schön auch sehen kann. Sieht auf jeden Fall nicht gerade appetitlich alles so aus. Noch nicht mehr viel sein hier.
Haben wir hier noch eine Schere? Ach komm. Der kann ja dann nur noch oben sein. Da ist er. Wen beobachtest du denn so? Ja, hast du schon schön gelauert, bis ich um die Ecke komme? Okay, ihr könnt kommen. Naja, Ellie ist allein, aber egal. Ihr könnt kommen. Oder meinte Ellie und das Jagdgewehr? Da hat sie den ersten Schock vom Mord mehr oder weniger noch nicht ganz verkraftet und muss das arme Mädchen schon wieder weiter morden. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Na klar, der will natürlich auch nicht, dass es irgendwie jetzt zur Gewohnheit wird oder sonstiges. Ich meine, immerhin gehört er hier auch, sag ich mal, Menschen mehr oder weniger zu töten. Mit Sicherheit nicht zum Alltag und was man so machen sollte. Und wie man dann sieht, ist man natürlich auch ganz schnell abgestumpft. Davor möchte der dann halt ein bisschen Ellie auch bewahren. Ja, wir haben ja eigentlich schon überall rumgelootet. Mal gucken, wo der Ausgang ist. Geh nochmal eben kurz nach oben. Ah, die Fireflies möchte ich dir jetzt nicht zeigen, die da drin hängt. Ich glaube, hier geht es sogar auch weiter. Schöne Kinderbemalung hier. Ist hier gebastelt. Auch nicht schlecht. Ein typischer Arbeitsplatz einfach von welchen die Kinder haben. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Loot. Perfekt. Okay, hier hängt nichts Interessantes für uns. Ist da? Ne, können wir nicht nehmen. Ich dachte vielleicht noch so ein Superheldenheft. Frage ich mich nur gerade, wo es hier weitergeht. Ach, vielleicht durchs Tor? Ah ja, okay. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Ah, okay. Genau, häng dich da mit deine 30 Kilo dran. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Idee. Ah, man merkt dann echt auch an Joels Art, dass er so immer mehr einfach ja ein bisschen weicher wird, auch menschlicher wird. Ist gar nicht mal schlecht.
Also Ellie hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf ihn. Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe es. Oh, danke, ich wollte mich eigentlich einmal drehen damit. Komm Ellie einmal zur Seite. Ah, perfekt, auch direkt wieder eine Werkbank. Ein paar Pilzchen. Gucken, wie viel habe ich jetzt mittlerweile? Ah, erstmal ein bisschen craften. Das ist wichtig, ja. Medi ist auch nicht unwichtig. 25 Punkte. Fertigungszeit ist eigentlich egal. Erstmal, aber zumindest ja, Laufmodus, Lauschmodus Distanz ist auch nicht verkehrt. Ja, und jetzt werde ich direkt erstmal den Hafter machen hier. Auch für die langen Waffen. 75, wie viel habe ich? Ach, ich habe auch genau 75. Ja, passt doch. Sehr schön. Das wird uns helfen. Ja. Einmal Schrotze und Bogen. Passt ganz gut. Scheiße, runter, runter. Mann, 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 die knallen Zivilisten alles ab. Was für Tiere. Kein Essen. Ekelhaft. Ach, guck mal, da vorne haben sie sogar noch einen dran gekettet. Auf der Motorhaube. Ich kann nicht genug von den Schweinen umbringen. Ja, ist leider wirklich so. Trotzdem schwierig, sich das mit anzugucken. Gehen wir zur Brücke. Muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Hey Mann. So, da passiert jetzt auch mit dir, was du hier gerade mit deinem Kollegen siehst. Boah, sehr schön, Ellie. Boah, Junge, die geht ja richtig ab. Ich glaube, die Kleine ist langsam hier wirklich im Beast-Mode, wa? Ja, bald mehr Skills wie ich. Sarah Huperts. Huperts. Hä? Können wir hier auch raus? Naja, komm, wir nehmen mal besser den sanften Sprung hier. Na, schade, hier ist nichts mehr. Ach, ich habe gerade gedacht, da wäre vielleicht wieder ein Tresor. Schade. Eieiei, da haben da auch noch Fallen gebaut.
Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, danke, habe ich gesehen. Ah, sogar drei Stück. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Tschüss. Krass. Die konnten wir doch irgendwie hier abbauen. Hatten wir doch gelernt. Die beiden nehmen wir doch mal direkt mit. Na komm. Kannst du mich veräppeln? Die konntest du doch entschärfen, oder nicht? Die Fallen. Ach, Joel. Schon wieder verlernt, oder? Oder gehört das vielleicht hier zum Areal, dass es gerade nicht geht? Ich weiß es nicht. Hier ist auch schon wieder was. Naja, gut. Da muss ich halt genauer aufpassen, wo ich jetzt hier lang laufe. Das war echt eng. Mist. Aber der Bogen ist echt nicht schlecht. Schön silent hier und egal wo man scheinbar trifft, die sind direkt weg. Ah, sogar eine modifizierte Waffe schon, aber wir haben ja eine. Ja, und die Pfeile kriegt man sogar noch oft wieder. Also ist wirklich nicht verkehrt hier mit dem Bogen. Mal für das richtige Getümmel ist es jetzt erstmal noch nicht. Da müsste ich mit Sicherheit noch ein bisschen umquaften und die Zielgeschwindigkeit nochmal verstärken. Sich hier so ein bisschen durchzuschlängeln, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, was haben wir hier? Ein Brief wieder. Mobangriff Notiz. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Da hat man ja gerade gesehen, wie skrupellos die auch sind. Ein alter Sack hat sich beschwert. Das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen, aber ich erinnere mich an all ihre Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Ja, das wird sie oder ihm auf jeden Fall ja, ein Leben lang verfolgen, die Bilder davon. Oh, ihr Schweinchen, wo haben wir denn noch welche? Können wir drunter gehen? Mal gucken. Na, der baut sie nicht ab. Ja, wahrscheinlich sind die einfach. Ja, keine Ahnung. Entweder gehört es hier gerade zum Areal oder. Nur den Typen und das Kind, ja? Ja, die. Und die, die im Truck waren. Ja, das sind schon einige. 3, 4. Sollen wir hier denn noch dumm rumstehen? Keine Ahnung.
Oh, sehr schön noch getroffen. So, da hinten haben wir noch den einen. Muss ich jetzt ja auch nicht unbedingt noch in eine Falle tappen. Und tschüss. Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Na, da schreiben sie schon, keine Hoffnung. Ja, so wie sie mit den Leuten hier umging, verschwindet die natürlich auch immer mehr. Wir haben sie einen Panzer komplett im Brand gesteckt auch. Völlig zerstört das Ding. Ja, verloren steht auch drauf. Ja, und hier. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, Tod der Freiheit. Oder Tod für Freiheit. Mein Mann, Mann. Hier sind dann die ganzen Polizisten, die sie da auch noch kalt gemacht haben. Was steht da? So komisch da weggewischt, kann ich jetzt gar nicht. Alles, was wir haben, aber ich kann jetzt Riot, weiß ich jetzt nicht. Ach, da haben sie dann. Was steht da? Out of, weiß ich jetzt nicht. Und dann haben sie es aber durchgestrichen und dann ja, Freiheit. Auch makaber. So die Freiheit zu gewinnen. Schön. Twat-Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir nicht auf die Panzer fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren inklusive seines Kalibers 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Da haben sich auf jeden Fall etwas aufgerüstet. Hier war auch noch einiges an Zeugs. Ah, okay. Hier geht es mit dem Messer rein. Sehr schön. Oh, hier liegt einiges. Nice. Ah, direkt nochmal. Ah, oder? Ja, doch, komm. Messer ist ziemlich wichtig hier, gerade auch wenn die Klicker uns in meinem Bann haben. Auch eine Nagelbombe können wir sogar auch noch hinterher machen. Sehr schön. Hey, hilf mir hoch. Ah, sehr schön. Hier, komm her. So, Ladies First natürlich. Wir sind fast da. Ja, wir kommen immer näher. Ich muss jetzt lügen. Wo wollten wir eigentlich nochmal zum Rathaus, glaube ich, genau sollte ich sie bringen? Mich da jetzt nicht ganz vertue. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Ja, Fetwa. Militärvorbereitungsschule.
Hier, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Naja, trotzdem, ein bisschen Hoffnung muss man immer bewahren. Schauen wir uns noch mal eben hier ein bisschen um. Dawn of the Wolf Part 2. Ja? Die Poster sind überall. Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Ah, ist er geschickt ausgewichen? Möchte der dann nicht drüber reden im Moment? Ich weiß auch nicht, ob das nochmal tun wird, vielleicht. Wenn die Plakate überall hängen, haben wir ja vielleicht doch noch eine Möglichkeit, dann die Geschichte dazu zu erfahren. Bin ich mal selbst gespannt. Ja, wir machen jetzt hier erstmal einen Break und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im 11. Part wieder. Also, bis dahin.